Und damit ein Hello there und herzlich willkommen zu einer weiteren Developer Inside Reaction. Und wie fange ich das an? Ich fange es mal so an. Das Video ist bereits 2 Stunden draußen und ich habe vorhin, als das Video kam, war ich noch Gassi und habe danach gekocht. Deswegen ist es jetzt 8:30 und ich schaue mir jetzt das Video an. Ich habe leider vorhin den Fehler gemacht, wenn man das nennen möchte, dass ich, bevor ich das Video hier anfange, noch auf Toilette war. Und das war nicht der Fehler, sondern der Fehler war, dass ich auf Reddit geschaut habe. Und ich bin auf jeden Fall jetzt schon mal gespoilert, was eine große Änderung angeht. Dazu kommen wir dann jetzt aber gleich. Wir gehen jetzt gemeinsam mit dieses Video herein. Ich kann euch sagen, das wird sehr interessant. Ich weiß nur von einer Sache, aber diese Sache ist extremst krass. Deswegen bin ich gespannt, was uns jetzt noch so erwarten wird. Und danach, weil jemand gesagt hat, dass ich darauf auch noch, das können wir auch noch anschauen. Wir schauen uns danach noch den DC-Trailer an, weil da sieht man ein bisschen die Map im Hintergrund sowas. Das schauen wir uns danach noch an. Viele Leute, die es interessiert, die können sich das dann auch noch geben. Aber jetzt kommen wir erstmal zum Developer Insight Design Goals and Game Mechanics. Und ich musste lachen, weil ich schon weiß, was kommt. Und das ist echt krass. Okay, wir gehen rein. Hello, I'm Dennis Schwartz, Design Director for Hunt Showdown. Today we are going to talk about our design goals for some of the subtle and substantial game mechanics changing with our August launch. Also, sorry, Untertitel. Er erzählt uns jetzt, was so alles kommt, und wenn Dennis da ist, weiß man schon direkt, ui, es wird interessant. We will be touching on trade changes, reducing stalemates, as well as changes to our gameplay formula. Ja, trade changes. Es wird jetzt wahrscheinlich über die scarce trades geredet, über die blauen trades, also ne, die in dem letzten, ich weiß nicht welches Video das war, in dem UI-Video, glaube ich, wo man gesehen hat, dass es jetzt auch scarce trades gibt, die so eine blaue Raute als Symbol hatten noch. Mein Guess ist, manche Burn Trades wird man kaufen können, also quasi Burn Trade heißt nicht, dass man die nur in-game finden kann, vielleicht, aber unabhängig davon, scarce trades wird man, glaube ich, nicht kaufen können, kann man nur in-game finden, aber scarce trades sind keine Burn Trades zwingend. Weil man hat gesehen in dem UI-Video, dass Shadow ein Scarce Trade ist und kein Burn Trade mehr, bedeutet, man verliert es wahrscheinlich nicht mehr, man kann es aber dennoch nur in-game finden. Und ich habe damals gedacht, dass das Rampage ist. Ich bin mir inzwischen ziemlich sicher, dass das Mariner ist, das man da gesehen hat, auch auf einem Bild, was auch ein Scarce Trade ist. Und ich hoffe sehr, dass man, wenn es wirklich Mariner sein sollte und man es wirklich nur in-game kriegen kann und nicht kaufen, dass man es von Roger gedroppt bekommt. Ich hoffe mal, wir werden es jetzt erfahren. Reducing Stalemates, bin ich sehr gespannt, was es damit auf sich hat. Und Gunplay Formula, ja, da wurde ich jetzt eben schon gespoilert. Da weiß ich leider schon, was es mit auf sich hat. Trade Changes. Bin gespannt, das wird ein sehr interessantes Video. Let's start easy. We are bringing back Witness as a regular trade Witness for everyone to... Ich hab gesagt, es ist Witness. Ich hab mir, ich weiß nicht, ob ich das Video gesagt habe, aber das, ja, geil. Oh, das ist schön. Normaler Trade, Witness, 5 Upgrade Points. Geil. Oh, so schön. Equip in a menu for 5 sehr geil. Points. Witness allows you to see nearby dead hunters and recently deceased monsters. Es ist auch mit dem Heal. Es ist genau dasselbe Witness anscheinend. Okay, geil. Ich weiß nicht, wie lange ihr dabei seid, aber vor Jahren, dieser Trade wird sich seit Jahren gewünscht. Damals hieß es, nee, der ist zu stark, weil man dann Kills confirmen kann oder sowas. Ich bin so froh, dass der jetzt mit drin ist. Es war schön, dass es den als Event-Trade gab. Ich glaube, 3-mal, wenn ich mich richtig erinnere. 3 oder 2-mal, ich bin mir gerade unsicher. Ich finde es so geil, dass der jetzt mit drin ist. Das ist, weil der Trade, das ist zwar ein schöner Trade, auch als Event-Trade, aber ich finde, der Trade ist nicht so stark, dass der hinter einem Event, beziehungsweise hinter einem Pact versperrt sein muss. 5 Punkte klingt auch gut. Geil, freue ich mich sehr drüber. Und es ist ein geiles Artwork, holy fuck. Ist das in Darkseid? We are reorganizing the existing trade categories for a more interesting mix of trades and how players can acquire them. No longer are there only regular and burn trades. Instead, some trades will get the burn or scarce attributes or both. Genau, or both. Er wird es gleich erklären. Ich will aber auch so ein bisschen vorher mir das anschauen und gucken, ob ich es erraten kann, ob man hier irgendwas sieht. Man sieht nur... Ja, hier, genau, hier. Hier, hier, hier. Ja, hier. Shadow. Und das ist ziemlich sicher Mariner. Weil wenn, das ist ein Alligator hier drum. Das ist nicht Rampage, das ist Mariner. Und das sind nur Scares. Die Remedy beides. Oh, ich glaube, Shadow. Geil. Scarce Trades can only be found in the world and cannot be equipped from the menu with upgrade points. Aber Shadow jetzt and nicht. The returning Shadow Leap are both examples of Scarce Trades. Okay, das habe ich nicht erwartet. Was? Ja, Leute, ich glaube, das ist Mariner. Wow. Okay, das ist auch kein Krokodil. Shadow Leap kommt zurück als Thunder Trade? Also halt permanent ins Spiel? Das ist verrückt. Boah, ich glaube, manche finden es gar nicht geil. Ich glaube, die meisten freuen sich, weil es ist einfach ein geiler Trade. Boah, ist das schön. Ich dachte, es wäre Mariner. Krass. Cool.
Shadow Leap. Not burnt rates remain on your hunter until you're defeated or fail to extract safely. Shadow Leap has been adjusted to no longer work for leaping into meatheads as a balancing node. Most of our existing burnt rates. Man kann nicht mehr in Meatheads rein Shadow Leapen. Das ist völlig in Ordnung. Check ich. Ist völlig in Ordnung. Ja, macht absolut Sinn. Ja, genau. Rampage. Da sieht man irgendwas Neues noch? Ich sollte denken, ich lasse einfach reden, sorry. Ich bin ein bisschen hyped. With how they worked so far. Rare to find and short-lived, being consumed after they fulfilled their special purpose. However, we have adjusted some of their stack sizes. For example, you can now only keep a single instance of Death Cheat on your hunter at a time, while Remedy, Relentless and Rampage can still be held up to 3 times each. Okay. Also nur Death Cheat. Also, die Burn Trades, man kann ja an sich alle dreimal, bis zu dreimal finden, also dreimal aufheben. Death Cheat kann man noch einmal aufheben, weil dann ändert sich gar nichts. Und jetzt habe ich Angst, Leute. Ich habe Angst. Wir haben in den letzten Tagen darüber geredet, als wir gezockt haben, weil es gibt ja auch momentan Leaks. Ich schaue mir keine Leaks an. Ich habe mir die früher angeschaut inzwischen. Ich habe da keinen Bock drauf, vor allem, weil es auch unsicher ist, ob das wirklich stimmt und nicht und bla bla bla. Es könnte aber sein, dass jetzt für mich als Necromancer absoluter Liebhaber schlechte Nachrichten erfährt. Mal schauen. Und ich rede von Team Necromancer, nicht von Self-Revive Necromancer. Oh, bitte. This leads us to our first newly modified trait, Necromancer. Necromancer is now a single-use burn trait with a stack size of 1, which costs 4 upgrade points. It also no longer drains your health when attempting to revive a downed team. Nur einmal? What does this mean for solo hunters? Solo hunters using Necromancer receive a single restoration of all their health chunks as they get back up, but they can only attempt to get up a single time as Necromancer is now burned on use. The cooldown for self-revive has been reduced slightly as a balancing step. Das ist lustig, weil mein nächstes Gameplay-Video sollte ein Necromancer-Video sein. Oh, weiß ich nicht. Okay, bevor es jetzt weitergeht. Oh ja, ich hab's befürchtet. Oh, das ist doch viel schlimmer, als ich dachte. Solo Hunters using Necromancer. Ja, Solo Hunters mehr Geld. Also, okay, gleich vorweg. Den Solo-Change finde ich gut. Einmal aufstehen, aber dafür alle Balken wieder bekommen. Finde ich cool, weil so bekommt man genug Zeit, also vor allem einerseits auch deswegen, dass 4 kleine Balken genervt werden, dass man nicht immer 4 kleine Balken spielt. Das ist auf jeden Fall was Gutes. Lebensbalken bekommen wieder ein bisschen mehr Sinn, wie man sie ansortieren kann. Ich finde das cool, weil so bekommt der Solo noch wirklich die Chance, wieder aufzustehen und ist dann auch nicht, ne? Also, ich hatte das heute auch schon ein paar Mal. Du stirbst, du wirst angezündet, du hörst die ganze Schritte um dich herum. Du hörst aber auch, dass ein weiteres Team kommt oder du weißt, dass auch ein weiteres da ist. Und es besteht die Chance, dass diese Teams, das Team, das sich gekillt hat und das andere Team, sich dann gegenseitig bekämpfen und du dann die Chance bekommst, aufzustehen. Mit diesem Change ist es jetzt so, dass es eigentlich sogar besser ist als vorher, weil du bekommst die Chance, ich kann so lange warten, wie ich will, bevor ich halt ausgebrannt bin. Aber auch wenn ich noch in der letzten Sekunde aufstehe, ich habe meine ganze Bike wieder und habe nicht nur 5 HP, die ich dann langsam wieder regeneriere bis zu maximal 50, sondern ich bin komplett wieder da und habe so vielleicht sogar eine bessere Chance. Solos finde ich geil. Team Necromancer so krass zu nerven, finde ich extremst scheiße. Boah, das finde ich gar nicht geil. Vielleicht kommt noch was, wodurch es nicht so schlimm wird. Aber das belastet mich schon sehr, muss ich sagen. Weil man es auch nur einmal mitnehmen kann. Warum denn nur einmal? Mir wäre es lieber, wenn es einfach für Solo ein eigener Trade wäre und nicht Necromancer. Und dass sich Necromancer... Von mir aus soll es ein Burn-Trade sein, aber dann soll ich es doch wenigstens öfter mitnehmen können. Nicht nur einmal. Wie gesagt, ich wollte ein Video dazu machen. Das seht ihr dann auch hoffentlich mal die Tage. Uns interessiert KD überhaupt nicht. Uns geht es nur darum, ein gutes Match zu haben, das Match zu gewinnen, gute Fights. Und wir benutzen Necromancer auch einfach als Ablenkung oder sowas. Oder in der Hoffnung, dass Necromancer einfach funktioniert. Weil uns ist unsere KD scheißegal. Wenn wir nochmal sterben, okay, so wie, mein Gott, hat da nicht funktioniert, ist halt so. Das wird mir jetzt weggenommen und das ist echt schade. Und ich bin gespannt, wie das unseren Playstyle beeinflussen wird, weil wir benutzen wirklich sehr, 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 sehr viel Necro. Ja, der Change tut weh. Da habe ich auf jeden Fall einen guten Grund, das nächste wieder zu machen, um quasi das alte Necromancer festzuhalten. Das ist belastend. Dass meine HP nicht mehr abgezogen werden, juckt mich in Scheiße, aber ich habe eh immer eine Rackshot dabei. So, diese 25 HP sind mir egal. Ich finde, es war an sich ein guter Downside, weil das sorgt dafür, dass ich zum Beispiel gegen... Ich werde jetzt ein bisschen länger drüber reden wahrscheinlich. Ich versuche es aber so kurz wie möglich zu halten. Wenn ich gegen eine Spark spiele zum Beispiel, ich Necro fertig, ich habe nur noch 125 HP. Wenn ich dann raussprinte, um mein Mate als Ablenkung zu nutzen oder an sich um zu helfen, kann es sein, dass dieses Bugs mich einfach one-shottet. Und ich fand eigentlich, dass 25 HP zu verlieren eigentlich ein guter Downside war,
Mir wäre es eigentlich lieber gewesen, wenn man das von mir aus noch weiter ausgebaut hätte, dass ich jetzt kaum 50 HP verliere. Ich hätte sogar in Kauf genommen, 25 HP verbrannt zu kriegen. Wäre mir auch lieber gewesen, als dass ich jetzt nur einen einzigen Necromancer habe. Das finde ich echt nicht geil. Das Gute ist, man kann Necromancer immer noch weiterhin finden. Man wird auch manche Matches es öfter benutzen können vielleicht. Aber das finde ich echt, also das ist echt belastend. Muss ich mitleben. Ich hoffe, es wird unsere Fights nicht zu sehr beeinflussen. Ich finde es auf jeden Fall schade. Wäre cool, wenn man das vielleicht durch Loots oder sowas auffüllen könnte. Das wäre cool. Damit wäre ich dann wiederum fein. Boah, das wäre eigentlich echt eine Idee. Du benutzt Necromancer und wenn du einen Hunter lootest, kannst du es wieder auffüllen. Das fände ich auch cool. Necromancer ist jetzt erstmal krass genervt. Und für Solos ist es besser. Für Solos finde ich richtig geil. Super Change. Finde ich super. Das gefällt mir sehr. Damn, okay, ich bin darauf jetzt sehr gespannt, was sie hier machen. Over the last year, we have introduced more ways for players to get back into the fight after being downed. These changes have had a positive impact overall, Restoration. But have also introduced many points of frustration and contributed to stalemate situations. Having reflected on your feedback and the available data, we are making adjustments to burning and revive mechanics to reduce stalemates and bring more decisive closure to player versus player fights. Okay, burning und reviven wird angepasst. Okay. The previously mentioned adjustments to Necromancer sit at the heart of this change in direction and are complemented by a much faster burn rate to fully burn out the. Man brennt noch schneller. Okay, ich lasse ihn erstmal ausreden. Downed Hunter. We appreciate and want to emphasize the play and counterplay of burning and choke effects. We now have choke bombs, beetles and bolts available for players for tactical use, but we are limiting the duration of choke clouds to half the previous duration. This is a deliberate change to reduce the 2 minutes of just waiting out the choke cloud before making the next counter move in the fight. We are aware of the controversy surrounding everything to do with reviving, restoring, burning, choking and generally stalling out the player versus player fights. Our core philosophy here is to provide mechanics for capitalizing on the advantage of taking down one or two members of an opposing team, but still have room for clutch counterplay and tactics to get your own team back in the fight without dragging out into overly long waiting games. As always, we ask you to keep an open mind to the changes and look forward to seeing ja, das muss ich jetzt hören, das passt. Ja, ja, ich, okay. Play out in live environment, as well as survey opinions collected as we go forward. Okay, bevor wir jetzt dazu kommen, was auch echt big ist, man brennt jetzt schneller. Ich sage das häufig in diesen Videos, ich weiß nicht seit wann die Hand spielt. Früher, ich weiß gar nicht seit wann, nicht mehr, ich weiß gar nicht wann das verändert wurde. Also erstmal Self-Skin. Hier, ne, ich weiß nicht, Salamanderhaut ist, glaube ich, auf Deutsch. Der Trade wird auf jeden Fall wichtig. Früher hat man doppelt so schnell gebrannt. Und das war zu einer Zeit, wo es auch keine Chokebombs gab. Da musste man wirklich zu seinem Partner hingehen und mit Elf ihn löschen. Oder halt, ne, das Wiederbeleben kurz starten und dann ist er gelöscht. Ich weiß nicht, ob jetzt wieder doppelt so schnell brennt oder halb so schnell. Also nochmal die Hälfte der Geschwindigkeit drauf, also eineinhalb mal. Egal, auf jeden Fall, es heißt, es ist, um Stamina zu reduzieren, check ich, aber das Thema hatte ich auch letztens mit Micha. Ich finde, dass auch das Flair ganz anzünden können, dass Yuzis anzünden können, Dragon Breath, wir haben Laternen, wir haben Feuerbeetles, wir haben Ölspuren, wir haben gelbe Fässer, wir haben so viel, mit dem man anzünden kann. Ich finde, es ist eher schädlich fürs Spiel, dass man schnell angezündet wird, sodass der andere Spieler dazu gezwungen wird, seine vielleicht momentane sehr gute Position aufzugeben, beziehungsweise dass man dazu gezwungen wird, jetzt schnell zu handeln, von jetzt aber noch schneller gezwungen zu handeln, weil man noch schneller brennt, dass man, so wie ich es von früher kenne, von Hand war es so, einer geht down, der wird angezündet, der überlebende Spieler, oder die zwei auch, müssen jetzt super schnell was machen, der Fight wird super schnell zu Ende gehen. Weil es entweder darauf hinauslaufen wird, dass die zwei Überlebenden oder der eine Überlebende in seinen Tod rennt. Oder dass man halt mit denen dann kämpft und die dann tötet. Und dann war es das auch schon wieder. Also quasi ein Team wird sehr schnell gewinnen. Oder worst case, der Mate fackelt ab und er darf jetzt erstmal das Spiel warten. Deswegen, ich weiß nicht, ob noch was kommt. Ich kann mal kurz schauen, was kommt hier. Gut, jetzt hat man es gesehen, was kommt, perfekt. Egal. Was man jetzt bräuchte, wenn man wirklich schnell abbrennt, zum Beispiel, dann sollten Banishes komplett ausgebrannte Hunter auch wieder die HP wiedergeben. Ich glaube, das wird eher schädlich sein. Weil ich persönlich bevorzuge Fights, die lange anhalten, wo aber dauernd Action ist. Wo die ganze Zeit sich wiederbelebt wird, wo ich die ganze Zeit am Rotieren bin, wo es die ganze Zeit, wo die ganze Zeit Action ist, über 10 Minuten lang hinweg Action. Es muss aber keine konstante Action sein, bam, 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 sondern hier ein Schuss, rotieren, da ein Schuss, das ist Hand. Hand ist nicht langsam, Hand ist schnell spielen in den richtigen Momenten. Und so wie das jetzt klingt, klingt es nach Old Hand, wo ich, nachdem einer meiner Mates gestorben ist, sofort gezogen bin,
irgendwas zu machen und entweder ist die Runde ganz schnell für uns vorbei oder die Runde ganz schnell für die Gegner vorbei oder mein Mate darf warten. Weiß ich nicht. Also ich finde, das doppelt schnell anzünden, weiß ich nicht. Ich glaube, Choke Beatles werden jetzt gar nicht mal so schlecht. Also dass auch die Choke-Zeit reduziert wird. Ich finde, das ist wieder typisch Crytek. Es geht zu sehr in eine Richtung. Es hätte eigentlich gereicht, nur die Choke-Zeit zu verringern oder nur die Burn-Zeit zu verschnellern. Aber es ist jetzt wieder beides. Es ist wieder komplett in das eine Extrem. Aber gut, ich werde einfach Safe-Skin mitnehmen und Choke Beatles, I guess, und hoffen, dass meine momentane Befürchtung sich nicht so bewahrheitet. Dass Necromancer so genau fällt, finde ich immer noch mies. Aber gut, es wird halt anders. Mein Gott, ist halt so. Muss man mitleben. Vielleicht ändert sich es auch wieder. Mal schauen. Jojo, es ist Inan aus dem Schnitt. Mir kam noch ein wichtiger Gedanke, während ich das hier gerade schneide, bezüglich, dass dieses schneller Abbrennen und kürzere Chokezeit, aber vor allem das schnellere Abbrennen und auch das Necromancer nerven, dafür da ist, um Stamens zu reduzieren. Ich glaube, es wird in genau die andere Richtung gehen. Denn wie oft ist es euch passiert, dass ihr zum Beispiel einen Boss-Compound betretet, ihr geht in Darkseid, oben links ist rot und ihr hört nichts. Ihr wisst, diese Leute sind nicht im Bossraum, weil er nicht geaggelt wird. Ihr habt keine Steps, gar nichts. Ich glaube, es wird wieder darauf hinauslaufen, dass Leute Angst haben zu sterben. Denn ich finde, durch Necromancer und auch durch Selfskin, das wir immer noch haben, durch Chokebombs, die wir auch noch haben, aber die an sich genervt werden, und auch vor allem damals durch das Verlängern der Burnzeit dafür gesorgt wurde, dass die Leute weniger Angst haben zu sterben. Weil jetzt ist es halt echt, also jetzt wird es dann so sein, ich sterbe und jetzt ist es ein enormer Druck auf meinen Mate. Vor allem, wenn ich dann direkt eine Flare Gun oder sowas abbekomme. Also sie müssen, also wirklich diese Flare Gun und Fuses anzünden, muss wirklich raus, finde ich, wenn das jetzt auch noch so weitergeht. Ich glaube, das wird wirklich dafür sorgen, dass die Leute sich noch mehr verstecken, noch mehr Fights aus dem Weg gehen werden, noch weniger Bock haben auf eine direkte Konfrontation. Weil wenn sie einmal down gehen, dann ist halt höchstwahrscheinlich Schicht im Schacht. Dann ist ziemlich sicher vorbei. Wollte ich noch hinzufügen, ich glaube wirklich, dass dieser Change ein Fehler sein wird. Ich kann mich irren, ich will nicht dieser Typ sein, der es ändert sich was, ho, Panik, Panik, Hand stirbt mal wieder, wie bei der Beetle und was weiß ich. Aber ich bin, was das angeht, wirklich ein bisschen besorgt. Ich glaube nicht, dass das helfen wird. Ich glaube, es wird es nur schlimmer machen, vielleicht irre ich mich, aber mal schauen. Genau, und jetzt geht's weiter mit Weapon and Gunplay Changes. Moving on to gunplay topics, we are happy to announce that the center crosshair will be available as the default krass. Setting for new players. A lower Ach, crosshair was. Option remains it. Das ist heftig. Ich weiß nicht, ob euch das jemals, also bei mir war es so, ich hatte drei Homies, mit denen ich sehr viel angespielt habe, mit denen ich damals angefangen habe, als es auch nur Duos gab, der Spiele spielt inzwischen nicht mehr. Deswegen, aber die anderen zwei, den spielst du noch sehr regulär. Einer davon ist Leon, der andere ist Lukas. Kennt ihr auch, wenn ihr meine Gameplay-Videos schaut. Und ich habe durch Lukas erst, glaube ich, nach, keine Ahnung, 2000 Stunden das erste Mal gecheckt, dass das Crosshair, also das Fadenkreuz bei Hand, nicht mittig ist. Ich habe das nie gecheckt. Ich habe das erst gecheckt, als es mir gesagt hat, und ich vergesse es immer noch. Mir fällt das nicht auf. Und ich spiele auch andere Shooter. Ich habe auch damals Battlefield und was weiß ich alles gespielt. Ich spiele auch andere Shooter. Mir ist es nie aufgefallen. Für zum Beispiel Shroud, falls ihr Shroud kennt, CSGO und PUBG-Legende, amerikanischer Streamer, riesengroß gewesen, ich weiß nicht mehr, wie er inzwischen ist, aber auf jeden Fall, der hat Hand keine Chance gegeben, also er hat dem Spiel eine Chance gegeben, aber er hat aufgehört, Hand zu spielen, wegen dem Lowered Crosshair. Mir ist es nicht mehr aufgefallen. Und es hat jetzt 6 Jahre gebraucht und wir bekommen jetzt tatsächlich die Option, es zu zentrieren. Das ist krass. Available for players who prefer or are more accustomed to that position. The lack of a centered crosshair has long been cited as a barrier to entry for players transitioning from other first. Genau, er sagt es auch gerade. Das Lower Crosshair war für viele ein Grund, dass sie Hand nicht gespielt haben. Dass sie von anderen Shootern nicht zur Hand wechseln wollten, weil das die so abgefuckt hat. Mir ist nicht mal aufgefallen. Aber gut, ich schaue mal nur da, wo das Crosshair ist. Ob es mittig ist oder nicht, ist mir scheißegal. Ich mag es Lowered. Ich werde es Lowered lassen. Ich mag das. Ich werde mal das probieren, aber ich mag es Lowered. Person shooters into Hand. And with the August launch, it will now be available for them to consider trying Hand again. As well as to more effectively cool. onboard players. Aber ist cool. Ich bin echt mal, wie viele Leute spielen werden. Das ist krass. Ja, und jetzt kommen wir zum richtigen We are Topic. Applying a subtle drop to projectiles at longer Bullet distances drop. Based on ammo types and weapon characteristics, such as action type and barrel. Wir Bullet Drop? Ach hier, Drop Range. Ab 50 Meter. At extreme ranges, players will now require a bit more skill, judgment and timing to land those perfect shots. While it becomes harder to hit the target at range, we are also ensuring that any headshot will always be lethal at every range, making those kills even more rewarding. Okay.
Nochmal zurück. Hier, lesen wir mal. Oh, auch ein Longer Monerf. Hallo, nochmal hier aus dem Schnitt hier. Mir ist auch gefallen, dass ich eigentlich gar nicht übersetzt habe, was hier eigentlich steht. Deswegen mache ich das jetzt ganz schnell. Je schneller eine Kugel fliegt, desto weniger wird sie droppen. Also, desto weniger wird sie fallen, wenn wir jetzt auch gar keine Anglizismen mehr benutzen. Ich glaube, jeder weiß, was ich meine mit droppen. Compact Ammo wiegt sehr wenig, deswegen fängt der Bullet Drop auch erst später an. Long Ammo wiegt viel mehr, deswegen fängt da der Drop viel früher an, deswegen auch der Long Ammo Nerf. Und bei Special Ammo, wie zum Beispiel Spitzer, das ja an sich eigentlich Long Ammo ist, fängt der Drop dennoch erst später an, weil Spitzer wahrscheinlich eher einerseits ein bisschen leichter ist und andererseits, weil halt Spitzer unglaublich schnell fliegt. Ich schätze mal, dass High Velo zum Beispiel auch dann deutlich später erst droppen wird. Deswegen, ich glaube, Centennial High Velo könnte sehr gut sein. Ich glaube auch, darauf bin ich gar nicht gekommen, ich glaube auch die Winfield Marksman könnte davon sehr profitieren. Mal schauen, wie der Bullet Drop sein wird. Aber ja, gut, machen wir weiter. Je schneller die Kugel ist, desto weniger droppt es. Das heißt, Centennial High Velo wird wahrscheinlich einen sehr niedrigen Bullet Drop haben. Oh, die Martini mit 400 Mass Velo und Long Ammo. Oh, Martini könnte nicht so. Martini könnte das sehr leiden. Und das ist aber auch cool. Also das finde ich ganz cool. Compact, das ist ein leichter Buff für Compact Ammo und ein leichter Nerf für Long Ammo. Aber das ist im Grunde nur Gewöhnungssache. Interessant. Ich weiß nicht, ob mir hier das noch Sievis funktioniert oder was er noch sagt. Je nachdem, wie sich das anfühlt, könnte es sehr gut sein, weil dann sind... Das ist ein krasser Nerf für Sniper. Ist auf jeden Fall interesting. Mal schauen, wie sich das dann anfühlt. Es klingt so, als würde das sich jetzt nicht so krass auf das Gameplay auswirken. Ich glaube, jeder wird relativ schnell drauf klarkommen. Bögen, Crossbows und das haben ja schon Bullet Drop. Ich glaube, das könnte sich echt okay anfühlen. While it becomes harder to hit the target at range, we are also ensuring that any headshot will always be lethal at every range. Ich verstehe nur den Satz nicht. Ich weiß nicht, ob er jetzt darauf mehr eingeht. Jeder Headshot auf jeder Range bleibt tödlich. This notable change greatly mixes up weapon balance and the established meta. And we cannot be more excited for you to try all this out yourselves in August. While we expect speculation or opinions to run rampant with this news, can be assured, sentiments, data and surveys will as always be the key measures. Also ich habe wieder Untertitel vergessen. Scheiße, sorry. We'll look at when considering the best course of action. Ich finde das so geil. Es ist halt so schön. Sie wissen genau, wie ihr die Community drauf ist und das Reddit und Twitter und Instagram alles geil einfach brennt. Nach dem Hand-News kommen, brennt halt immer alles. Ich meine, ich schalte auch gerade dieses Video hier. Leute reden darüber und sie wissen das, denen ist das klar. Und dann sagt er nochmal, Leute, wir wissen, das sind krasse Changes, aber bitte, wir haben Daten, wir analysieren das Zeug. Ich meine, es sind ja auch so gesehen Profis, anverstehen, es sind Profis, ich meine, das sind fucking Game Devs und auch keine Kleinen, die wissen schon irgendwie, was sie machen, denke ich. Aber ich finde es lustig, dass du sagst, yo Leute, chillt bitte, bevor ihr jetzt wieder auslastet, bitte chillt. Soon with more topics around our big August launch. Follow our social channels for new videos and updates. See you soon. See you soon, Dennis. Ich muss mal das kurz nochmal anschauen. Versteht ihr das richtig? Es gibt keine Headshot... Ja doch, ich verstehe das richtig. Bullet Drop ersetzt Headshot Range. Wir können jetzt mit jeder Waffe auf jeder Distanz Headshotten? Das war halt früher so. Ganz früher. Ich weiß nicht, ob das sogar war, als ich angefangen habe, ob es noch davor war, dass die Winfield zum Beispiel, ich glaube, alle Waffen, vor allem halt auch die Winfield, keine Headshot-Begrenzung hat. Du konntest auf 1000 Meter Headshotten quasi. Hast natürlich nicht 1000 Meter weit getroffen, aber ne. Und anscheinend kommt das wieder zurück, dafür haben wir halt Bullet Drop. Das ist krass. Also das ist auch wieder ein Nerf für Long Ammo, weil das ist halt eben einer der krassen Stärken und Long an Long Ammo. Kurz hier so nebenbei, Ranger 73, okay, nur mal so nebenbei. Hä, das ist so eine Winfield. Das ist eine Winfield, die kostet 75. Okay, ich lasse mich jetzt nicht so sehr davon ablenken. Ein Vorteil an Long Ammo war eben, dass man Long Ammo immer hohe Headshot Ranges hatte. Wenn ich jetzt meiner Conversion auf 100 Meter einen Headshot treffe, ist der tot. Es ist zwar echt schwierig, das zu treffen, aber an sich geht's. Wow. Also es wird wirklich Hand 2.0, ne? Es wird nicht Hand 1.17, es wird wirklich 2.0. Krass. Also Bullet Drop auch noch. Mann, ich habe aber auch so Angst vor dem Update. Alter, als ob da nichts kaputt gehen wird. Als ob da nichts kaputt gehen wird. Bullet Drop, neue Map, neues Event, neue Engine, alles neu. Da wird sowas noch was kaputt gehen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Gut, wir sind jetzt an sich durch mit dem Video. Ich schaue mir jetzt gleich noch das DC-Video an. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Ranger eine neue Variante ist, wo man die Entfernung einschätzen kann wegen Bullet Drop. Das kommt jetzt mit dazu. Ich frage mich, ob dadurch die Visierte wie hier das Winfield Silencer Visier, das hat ja eigentlich, das ist ja eigentlich auch ein Ranger, also so ein Rangefinder Visier mit so verschiedenen Linien. Ja, keine Ahnung, mal schauen. Es sieht halt hier an sich ganz normal aus, aber das ist eine Winfield, weil die kostet auch nur 75, das checke ich nicht.
Wir werden die doch nicht umbenannt haben, oder? Ja, und das ist halt crazy. Scented Crosser. Ich weiß halt nicht ganz, wie sehr sich das auswirken wird, weil... Das ist Lowered. Das ist Scented. Ja, okay, muss man spielen. Ey, ich freue mich für die, die es wollen. Ich glaube, Lukas wird sich sehr freuen. Mal schauen, ob dann Shroud Hunt wieder eine Chance gibt. Warte, ist er hier über die Winnie drüber? Ah ja, er ist hier drüber. Achso. Windfield, Main Leather Action Rifle, High Fire Rate, Large Magazine, Easy Reload and Good Handling. Hä? Klingt wie die ganz normale Windfield. Heißt die Windfield jetzt Ranger? Aber hier steht immer noch Windfield Made. Das ist eine andere Waffe. Da steht Windfield Made. Also am Namen kann es ja nicht liegen, dass sie irgendwie da Copyright-Issues kriegen, wobei Winfield, glaube ich, gar nicht geschützt. Wobei, es ist ja Winchester, das ist ja dein Eigenname. Versteht es nicht. Aha, noch weiterer Longer Nerf. Leute, ist aufgefallen, dass bei der Upper Mats, also jetzt Haymaker, die weniger als 125 Damage macht, die Uppercut macht auch weniger als 125 Damage. Ach fuck, das seht ihr nicht. Moment, sorry. Hier, 123 Damage. Mann, ihr habt ja die ganze Zeit gar nicht gesehen. Uff. I'm sorry, ich vergesse mal wieder meine Facecam. Nicht nur die Upper Mud oder Haymaker wird genervt, sondern auch die Upper Cut. Finde ich gut. Long Ammo bekommt Nerfs. Krass. Also das sind interessante Nerfs. Okay, ja, Fazit. Trade Changes, geil. Witness und Scarce Trades und alles, mega geil. Ich hoffe immer noch, dass Bosse mehr Sinn bekommen. Wie gesagt, ich will, dass Roger Mariner droppt. Von mir aus kann auch gerne eine genervte Version von Blazeborn zurückkehren, dass der Butcher droppt. Wir können auch gerne sowas für Gift bekommen. Eine geupgradete Version von Mythical Dentist oder Methodetist, Scheißname, die Schlangending, ne, damit jemand halt nur halb so lange vergiftet ist. Von der Spinne, vom Assassin. Gut, zum Assassin hätte Shadow Leap gepasst, weil der teleportiert sich quasi auch. Das ist nicht richtig, aber es hätte zu ihm irgendwie auch gepasst. Und von Scrappy, also ich meine, wir haben ja Vulture, aber halt irgendwie was, ne? Also, ich fände es cool, wenn die Bosse ein bisschen mehr Sinn bekommen. Aber an sich cool, freue mich sehr bei Witness. Ja, Necromancer für Solos, guter Change. Für die Teams gefällt mir nicht, aber mal schauen. Ich will nicht voll rumheulen, aber es ist für mich wirklich sehr, sehr traurig, weil wir Necrons sehr viel. Aber gut, vielleicht sind auch wieder auch der Grund, warum es genervt wird in dieser Hinsicht. Der Part ist für mich mit Abstand der Schwächste. Schneller brennen, kürzere Chokezeiten. Meh, ich glaube, das wird, ich will da nicht zu schnell darüber urteilen. Schwierig, ich kenne das alte Hand, aber gut, damit haben wir noch keine Chokebombs, aber, ich weiß nicht, Mann, ich weiß nicht. Self-Skin wird auf jeden Fall wichtig sein. Weapons and Gunplay, ja, geil. Santa Cross, ja, super, freut mich voll. Hand wird dadurch wirklich mehr Spieler bekommen, denke ich. Und Bullet Job klingt super interessant. Gutes Video, okay. Ah ja, schreibt unbedingt eure Meinung rein, zu egal was, es ist ja alles super interessant. So, wollt ihr ein Fadenkreuz lieber in der Mitte haben? Ist euch das inzwischen egal? Findet ihr die Nerfs für Necromancer gut? Findet ihr Bullet Drop eher gruselig oder interessant? Haut mir alles in die Kommentare. Und jetzt schauen wir uns noch kurz den From the Wilds Trailer an und gucken mal, was wir so von der neuen Map erspielen können. Qualität? Warte mal, ist die Qualität? Ist die 27p? Das wollen wir nicht. Jetzt. Schöner Skin. Um die Skins an sich geht es nicht, aber die Skins sind alle schön. Auch wenn ich nicht verstehe, warum wir den Uppercut 4 kriegen, passt mir nicht zu denen, finde ich. Schöne Musik auch. Oh mein Gott. Ey, ich glaub, wir kriegen halt echt richtigen Wald. Da habe ich so Bock drauf. Richtigen Wald. Geil. Hey, stupid. Gibt's auch nicht. Open Seas, cooler Name. I like it. Putz. Da brauchen wir noch keinen Bullet Drop. Die Trailer sind einfach Bombe, was soll man sagen. Schüsse können sowas. Ja, was soll ich's? Also, okay, also wenn ich diesen Wald sehe, boah. Ich hoffe so sehr,
dass wir einen Compound bekommen, der quasi nur aus Wald besteht. Boah, das, stell dich das vor, so ein Dorf im Wald. Für mich, also es muss nicht mal ein Dorf sein, aber irgendwas, einfach ein Wald-Compound. Boah, das fände ich so geil. Ja, gut, es muss irgendwie ein Gebäude drin sein oder ein Keller, damit der Boss da sein kann. Boah, das ist wirklich, das hype mich so krass, Alter. So ein richtiger Wald in Hand. Geil. Okay, damit wären wir damit durch. Fazit habe ich ja schon gemacht. Was gibt's noch zu sagen? Ich kann mich ja an der Stelle einfach nochmal, ich kann mich an der Stelle einfach noch bedanken für den ganzen Support in letzter Zeit. Ich habe damals diese erste Reaction gemacht, weil ich einfach Bock drauf hatte und habe einfach nur gelabert und es kommt sehr gut an, das freut mich voll. Es macht doch Bock, in den Kommentaren mit euch darüber zu schreiben, also ne, gebt eure Meinung hier ab, bin offen zu diskutieren oder an sich einfach eure Meinung zu hören. Es ist mega geil, mich freut es voll, dass diese Videos so ankommen, weil die machen mir auch echt Spaß. Einfach schön über Hand zu reden, genau. Also, das wollte ich noch sagen. Einfach ein kleines Danke raushauen. Ich gehe jetzt schneiden. Ein bisschen weinen, weil der Necromancer genervt wird. Aber gut, ist das so. Ich freue mich dennoch. Und ich hoffe, dass alles funktionieren wird. Ich habe ein bisschen Angst nach Patch 1.16.2. Aber gut, wir sehen uns dann beim nächsten Video. Bis dann. Tschüss.